Und damit willkommen zurück zu Sinking City. Wir haben in der letzten Folge dieses Hotel, The Devil's Reef, das Teufelsriff Hotel, etwas erkundet und danach versucht mal so eine, ja, einen Gegnerbereich uns anzusehen und festgestellt, naja, weiß noch nicht, wie es mit Munition aussieht, aber finde ich aktuell noch ein bisschen schwierig. Was ich in dieser Folge machen möchte, ist das folgende. Wir fahren gleich mal hier nach rechts und schauen uns mal diesen größeren Bereich an. Der führt relativ weit erstens. Das finde ich schon mal interessant. Und da haben wir auch die Polizeistation und den Oakmont Chronicle. Man erinnert sich, es gab ja noch Cordona Chronicle bei Sherlock Holmes. Und wir schauen mal, wie es dort ist. Übrigens möchte ich euer Blick nochmal... Ach Mist, geht jetzt gerade nicht. Aber dieses Denkmal ist ganz witzig. Was genauso in dem Stil ist, wie eben... Ja, die ganze Insel irgendwie. Kann ich hier anlanden? Kann ich hier eigentlich aussteigen? Kann ich mitten im Wasser aussteigen? Okay. Interessant, dass das nicht funktioniert. Achso, muss ich vielleicht rückwärts ranfahren? Ist das irgendwie so ein Ding? Okay, kleine Fahrmanöver. Üben wir das Ganze mal. So, ich würde gerne aussteigen. Ah, guck an, das geht. So, Herr Wachtmeister, gibt es ein Problem? Du hast auch ganz schön eine Packung bei dir. Vor allem Viren und Bakterien wahrscheinlich. Oh, schöne Haltestelle. Acidwan. Okay, wir wollen uns nämlich mal ein bisschen in der Stadt umschauen. Jetzt so, wo wir die Open World so direkt betreten können. Oder so indirekt wahlweise. Was brätst du da? Eine Ratte? Ja. Nicht erstmal das Fell abziehen? Na gut. Was weiß ich schon. Wahrscheinlich wird es so sein, dass Orte, die interessant sind, dieses komische Haar haben. Ich weiß natürlich nicht, ob es hier ringsrum noch irgendwas zu entdecken gibt. Wir gehen erstmal hier weiter. Und im Zweifelsfall schalten wir ein, zwei Schnellreisepunkte frei. Ich glaube, das ist auch schon mal viel wert für uns. Was bist du denn für einer? Ein Insmesser. Der Zeitung verkauft. Hier ist es finster. Ich mach mal das Licht an. Schon ganz hübsch gemacht. Überall die Boote, aber wenn alle Boote immer genutzt werden, zu einer Stelle fahren, was ist dann? Da sind ja gar keine Boote mehr vorhanden für den Rest. Wer kümmert sich denn um sowas? Okay, also man merkt schon, viele Eingänge sind hier einfach nur pseudo-artig. So haben wir es ja auch bei Sherlock Holmes kennengelernt. Wieder mal einer, der hier irgendwie dem Kult angehört. Be ready. Ja. Der Chronicle, aber das Hauptquartier ist... Wo geht der Eingang rein? Hier? Ach, guck mal. Druckmaschine. Die alten Zeitungen liegen bei der Tür. Nehmen Sie sie und nerven Sie mich nicht. Ich glaube, Sie verwechseln mich mit jemandem. Sind Sie denn kein Neuankömmling? Doch, bin ich wohl. Charles Reed, Privatdetektiv. Und ich habe auch an Ihren alten Zeitungen Interesse. Genauer gesagt, am Archiv. Ah, dann sind Sie derjenige, der den Mordfall Albert Throckmorton gelöst hat. Gute Arbeit. Ich heiße Helen Bland. Sagen Sie, können Sie mir vielleicht einen Gefallen tun? Geben Sie mir ein exklusives Interview. Sie werden es nicht bereuen. Der Oakmont Chronicle ist die beste Zeitung in der Region. In Ordnung. Wahrscheinlich der einzige, oder? Zeit erübrigen können, Miss Bland. Da kommen wir jetzt gleich. Haben Sie noch Interesse an dem Interview? Ich hätte jetzt Zeit. Aber sicher doch. Wir wissen, dass Sie der Privatdetektiv sind, der den Fall gelöst hat. Erzählen Sie unseren Lesern doch mehr über sich. Ich war Taucher bei der Navy und habe auf der USS Cyclops gedient. Nach dem Krieg bin ich dann in Boston gelandet und arbeite seitdem als Privatdetektiv. Oh, ein tapferer Seemann. Dann werden Sie sich an die Gegend hier sicher schnell gewöhnen. Hier ist überall Wasser. Vielleicht ergibt sich ja irgendwann die Möglichkeit, zusammenzuarbeiten. Wer weiß. Und nun zur Frage aller Fragen.
Was führt Sie nach Oakmont? Im Moment versuche ich, die Ursache für das Phänomen zu finden, das im ganzen Land Wahnsinn und Visionen hervorruft. Ah, ja. Auch die Menschen hier sind davon betroffen, aber die Flut bereitet uns mehr Sorgen. Robert Throckmorton hat ja eine Expedition losgeschickt. Ja, und dann hat er mich damit beauftragt, sie zu finden. Eine Ironie des Schicksals, nicht wahr? Ich denke, für den Moment reicht das. Man muss die Leser ein bisschen zappeln lassen. Danke für das Interview, Mr. Reed. Gern geschehen. Vielleicht schaffe ich es ja irgendwann wieder in die Zeitung. Man weiß ja nie. Man sieht sich. Okay, Achievement. Extra Blatt, extra Blatt. Passen Sie auf sich auf. Okay, das ist nett. Ein kleines Extra-Interview, auch wenn das ja, nicht gerade sehr sinnvoll ist oder sehr wichtig ist für Sie. Bereitgehalten hat, aber mach mal gern. Ah, und das ist wahrscheinlich so ein Ort, wo wir... Sehr gut. Das gefällt mir. Das ist nämlich wie in Sherlock Holmes Chapter 1, wo man dann anhand von wenigen... Hier ist eine Toilette ohne Waschbecken. Okay. Anhand von wenigen Indizien versucht, irgendwie ja, einen Hinweis zu rekonstruieren. Und das passiert, indem man hier die wichtigsten drei Sachen auswählt, Suchkriterien, und dann ja, wird man auf was verwiesen. Ist ganz witzig, gab es hier eben in Sherlock Holmes war das Rathaus, es war die Polizeistation und der Cordona Chronicle, und hier gibt es wahrscheinlich eine ähnliche Aufteilung. Ja, so als kleines Minispiel zu verstehen. Ich möchte gerne trotzdem noch mal ein bisschen rumgucken. All dieweil, vielleicht gibt es ja irgendwas noch zu entdecken. Schöner Stuhl. Ich muss sagen, sie sieht ja noch sehr gut gemacht. Also gut gemacht aus im Sinne von, ihr scheint es noch gut zu gehen. Vielleicht ist das ja noch ein etwas besserer Teil. Auch wenn das Gebäude schon ein bisschen ranzig ist. Aber immerhin, sie haben ja noch die Damenwelt versucht noch fein zu sein. Sie machen jetzt veröffentlichen eine Zeitung. Ich meine, das ist ja schon mal viel wert in so einer Welt. Man einiges hat verlieren müssen. Alkohol, Munition, das ist schon genug Munition. Ich ärgere mich auch, dass ich den einen Versuch, den ich hatte, nicht den fertig durchgeführt habe. Vielleicht hätte ich da doch noch ein paar Feinde besiegen können. Okay, hat es gerade geruckelt. Ich nehme an, das ist halt der Ladescreen. Wir wechseln mal zur Kamera. Was ist denn das hier? Ein Freudenkuss? Bruderkuss? Throckmorton? Einheimische? Oder Eingeborene? Kuckucksklan? Okay. Editor? Ich denke mal, hier wird es noch wichtig sein, dass wir irgendwann was angucken. Warum ist hier so viel Kissen auf dem Stuhl? Hat da jemand Probleme mit seinem Hintern? Warum ist hier eine schwebende Statue? Fragen über Fragen. Ja, mir gefällt schon mal, dass es offener ist hier als Sherlock Holmes. Das ist viel wert eventuell. Hier sind die Druckmaschinen, die aber gerade nicht laufen. Hier könnte man sich runterfallen lassen, wenn es notwendig wäre. Ansonsten ist hier ja nix. Eine entspannte Leere. Ach nein, guck an. Patronenhülsen. Gut. Haben wir denn schon unser Punkt erreicht, wo wir nichts mehr aufnehmen können? Nö. Da wünsche ich mir manchmal noch irgendeinen Hinweis, wie viele Patronen man maximal halten kann und wie viele Ressourcengegenstände man maximal mitführen kann. Dann wüsste man mal, ab wann es sinnvoll ist, vielleicht neue Patronen herzustellen. Nun gut. Haben wir uns den Chronicle mal angesehen? Ich finde, relativ unscheinbare Tür. Die Tür selber, ich meine, das da drüben, drüber ist klar, aber... And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Hm. So, da vorne ist eine Schnellreisestation, wie ich sehe. Was ist das? Das ist, well, das ist ein Festhang. Ich habe immer so ein bisschen die Hoffnung, dass man da so eine Mini... Aufgabe, Quest, irgendwie mal so eine Seitengasse kommt, aber
scheinbar nicht. So. Wattle is Household Chemistry. Aber wir kommen da nicht rein. Wahrscheinlich erst möglich sein, wenn wir irgendwas erledigt haben. Okay, dann gehen wir einfach mal zum Schnellreisepunkt. Wir haben ja so einen kleinen Park. Immerhin, sie haben noch einen Park hier. Der alles schon verlassen ist. Bisschen Farbe. Luftfasssäule. Überall die Feuchtigkeit. Aber hier sieht man deutlich, es ist weniger durchgespült. Sogar eine Straßenbahn, die hier entlang. Wo man gefahren ist scheinbar. Gibt es einen Wächter? Was ist da Tolles für ein Gebäude? Ach, die Polizeistation. Okay. Lass uns aber erstmal an den Schnellreisepunkt gehen. Damit wir uns den immer sichern. Und dann gehen wir an die Polizeistation. Bei Sherlock Holmes hat man da ja sofort eine Minimission bekommen. Genau. Schnellreisepunkt. Hier. Okay. Dann lasst uns doch mal die Polizeistation gehen. Mal lauschen, ob sie Hilfe benötigen. Speichern vielleicht vorher nochmal. Guten Tag, Officer. Sieh mal einer an, wer uns endlich mit seiner Anwesenheit beehrt. Wenn das nicht Charles Reed ist, das große Genie, das den Fall Albert Throckmorton gelöst hat. Captain Caleb Lyons zu Ihren Diensten. Was kann ein einfältiger Polizeibeamter für Sie tun, Mr. Holmes? Mr. Holmes, einfältig, beehrt, oh, der hält nicht das, was er meint von uns. Haben Sie ein Problem mit mir, Officer? Nein. Abgesehen von der Tatsache, dass Sie jeden auf der Oakmonter Polizeiwache wie einen Idioten haben dastehen lassen, ich will ehrlich zu Ihnen sein. Sie sind hier nicht willkommen. Wenn Sie sich nicht an die Regeln halten, werde ich Sie wie jeden anderen schäbigen Kriminellen behandeln, Neuankömmling. Nun, darf ich in der Zwischenzeit von Ihrem Polizeiarchiv Gebrauch machen? Nur weil Mr. Throckmorton hinter Ihnen steht. Aber lassen Sie sich eins gesagt sein. Sie bewegen sich hier auf ganz dünnem Eis. Und sollte es brechen, bekommen Sie es mit mir zu tun. Okay. Während die Zeitung uns gerne gesehen hat, ist es hier wohl nicht so. Verschwenden Sie nicht meine Zeit, Neuankömmling. Ich sag mal so, das Interessante ist, bei Sherlock Holmes haben die uns gerne gesehen. Da haben wir gleich Fälle bekommen. Da waren wir sehr schnell einer mit, der dort arbeiten sollte. Hier nicht. Warum hängt denn so ein Plakat? Die Affenbraut. Die Braut des Affen. Polizeistation. Okay, es gibt Gefängniszellen. Da werden wir bestimmt irgendwann mal gewisse Leute näher untersuchen dürfen. Wir können nicht weiter hochgehen. Auch hier haben wir ein Archiv, wo wir durchaus Sachen nachschauen können. Das ist sehr gut. Und gibt es hier noch weiter? Captain Lyons. Okay. Gut, okay, da hatte ich mir irgendwie mehr erhofft, als das, was man hier gerade erlebt hat. Interessant, ob so die Polizeistation irgendwie so groß aussieht. Wo kommt ihr denn eigentlich her? Ob gar nicht so viel vorrätig ist. Nun gut, was haben wir denn hier noch Schönes? Irgendein Mal? Mahnmal? Denkmal? Ist da irgendein Hinweis? Nö. Hier. Hoops Avenue. Okay, dann lass uns nochmal nach Norden gehen. Und hier so nach rechts und links ein bisschen. Ich einfach so ein bisschen mein Gefühl für die Stadt bekommen. Eventuell lohnt sich das auch nicht und wir müssen dann einfach den Quests hinterhergehen. Vielleicht ist das so das Sinnvollere, aber solange wir das nicht wissen, können wir es ja ausprobieren. Ah, guckt mal hier. So kann man natürlich auch Licht erzeugen. So eine brennende Acetonne. Suits and Top Cases. Top Coats. Okay. Schöne Sachen für uns. Ach, und hier guckt man. Hier ist niedriger und hier gibt es deutlich mehr. Porenbefall.
bin noch begeistert irgendwie von der Atmo. Leute. Spannt euch mal. Auch Barrikaden. So, da gibt's das Anwesen der Familie Throckmorton. Können wir auch mal gleich hingehen, wenn wir schon mal hier sind. Stürzen so ein Fass, ne? Oh, ihr Zeichen sind das Affen. Sind das... Ich wollte es in der ersten Folge extra nicht sagen, aber es wurde ja dann selber erwähnt, dass die da schon ein bisschen... Nun ja. Wie soll man das formulieren? Ähnlichkeiten aufweisen. Okay, wir dürfen einfach reingehen, weil wir den Schlüssel haben, nehme ich an. Natürlich auch ein Stillleben mit Fischen, was soll da anders sein? Aber hier sieht es ja noch sehr edel aus, also... Wenig Schmutz bis gar kein. Sauber. Okay, die Glut sieht ein bisschen verstörend aus. Ich bin nicht in der Stimmung zu plaudern, Mr. Reed. Okay. Das ist... Ah, das Begräbnis, ich verstehe. Der Leichenbestatter hat ganze Arbeit geleistet. Und sogar zwei Münzen und das Loch im Kopf ist weg. Interessant. Das ist wahrscheinlich die gute Frau vom Throckmorton. Die natürlich nicht das Gen hat. Dieses Spezialgen, was dieses Aussehen, diese Stärke verleiht, wie es der gute Throckmorton beschrieben hat. Dürfen wir in den Keller gehen? Der sieht nun gar nicht mehr so edel aus und der ist erstaunlich hell. Hat aber durchaus Billardtisch. Okay, Klavier. Aber ansonsten nix. Das ist ein Haupteingang. Okay. Es gibt also hinter einen Haupteingang für das ganze Anwesen. Und wie sieht es oben aus? Können wir irgendwas mitnehmen? Die Tür gibt nicht nach. Ich weiß nicht, wie viele von denen hier noch rumstehen, aber scheinbar kann hier einer gut spielen. Ein Bettdecken brauchen wir auch nicht mehr dafür. Dokumente gibt's hier nicht. Okay, es wirkt halt alles irgendwie offen, aber in Wahrheit ist nichts da. Nun gut. Auch eine Erkenntnis, die wir mitnehmen. Wir haben zumindest dieses Anwesen gleich mal mitgenommen. Und haben hier Old Grove. Old Grove ist erstaunlicherweise relativ unbeschadet geblieben. Es ist natürlich klar, dass die Gebiete, die so im Hafen sind, eher betroffen sind. Was ist das noch? Das ist Bibliothek. Ist hier irgendwo ein Schnellreisepunkt? Da können wir den gleich uns mitnehmen. Okay. Haben Sie ein Problem? Also wir erkennen hier schon, es ist wahrscheinlich wirklich müßig, jetzt alles abzusuchen. Es sieht interessant aus, keine Frage. Und hier sieht es auch ein bisschen... Ja, da will ich fotografiert werden. Das ist natürlich ganz cool. Aber man hat ja wenig irgendwie Neues von Quests etc. Demnach wäre es wahrscheinlich sinnvoller, wenn man direkt die aktuelle Hauptquest weitergeht, weil wir haben ja gar nicht Möglichkeiten gehabt, jetzt gerade so viele Nebenquests anzunehmen. So, was haben wir denn? Wir haben zum Beispiel die Bücher. Können wir vielleicht mit den Büchern irgendwas machen? Welchen Bezirk sind wir denn? Wir sind Bezirk Old Grove. Lass uns doch mal irgendwas, so ein Buch in Old Grove suchen. Advent. Was haben wir hier? Reed Heights. Das ist nicht... Hier. Der Park nahe der Century Avenue und der Beacon Street im westlichen Teil des Bezirks Old Grove. Ein Riesenrad. Was
Sandry Beacon. Das heißt, wir gehen jetzt einfach geradeaus. Können hier einen Marker setzen. Und wir schauen mal, ob wir so ein Buch finden. Das wäre doch mal so ein gelungener Abschluss in den letzten Minuten noch der Folge. Wie denn hier so ein Nebenquest-Fall, was weiß ich, wie man das beschreiben kann, hier aussieht. Gas Station. Laufen hier auch alle ein bisschen edler rum. Du fegst so 10 cm über den Boden, aber ist okay. Immer noch hohe Herren. So die typischen amerikanischen. Extrablatt. Die wichtigsten Nachrichten des Tages. Wollen Sie eine Zeitung, Mister? Würde ich gern, aber du interagierst nicht mit mir. Das sind typischen Holzhäuser. Okay, schauen wir uns mal das Riesenrad. Ach, guckt an. Ich brauche gar keinen Schnellreisepunkt setzen, weil das Riesenrad ist selber schon relativ auffällig. Wir speichern mal, falls. Ich weiß nicht, ob bei den Büchern irgendwas sehr Absurdes passiert. Hier gibt es auf jeden Fall einen kleinen Park. Gehen wir direkt zum Riesenrad und schauen mal, ob da irgendwas Auffälliges ist. Ist zumindest was zum Looten. Schießpulver und Alkohol. Da ist ein Schädel. Hä? Was heißt das? Okay, haben wir jetzt ein Buch gefunden. Unaussprechliche Kulte. Der Umschlag dieses Buches besteht aus schwerem Leder mit Eisenverschlüssen. Aufgrund der recht sorgfältigen Übersetzung ist das im Buch enthüllte Wissen noch abstoßender. Wer das Ritual der 7 geschändeten Gräber aus der Feder des schrecklichen Igwabe durchführen und die 6 untoten Diener erwecken will, muss einen Zauberstab aus Eiche oder Ahorn fertigen. Die Zierschnitzereien sind mit einem Messer aus Eisen durchzuführen, das in das Blut einer unfrommen Frau in das Sperma des Zaubers getaucht wurde. Voll Deibel. Beim Aufmalen der Symbole muss mit dem Zauberstab gen Noten gerichtet Fein Eo Asadak Sonar Zomelak Ole Ole Barabas Ole Ole Hushitas gesungen werden. 369 XP, das ist ordentlich. Aber unsere geistige Gesundheit hat ein bisschen gelitten. Sieht man die ganzen Schädel übrigens. Wir haben jetzt auch so einen Kriselfilter, als hätten wir eine Kamera direkt. Nimm mal deine Waffe bitte runter. Nimm mal bitte deine Waffe. Der hat schon wieder die Waffe in der Hand gehabt. So, jetzt gucken wir mal. Damit haben wir das erledigt. Haben bei gesammeltes mystische Bücher dieses Kultbuch. Und können neue Fertigkeit ausbauen. So, was war das gewesen? Ich bin immer noch dafür, dass wir schnell mehr Erfahrung kriegen. Gut. Ach so, und ihr seht, Erfahrung wieder 1000. Also jetzt immer 1000 Erfahrungspunkte bringen uns hier weiter. Sehr schön. Das ist ja schon mal ganz gut gelaufen. Und hatte jetzt auch nicht wirklich, war nicht wirklich aufwendig. Mann, da drüben ist sogar eine kleine Fähre. Können wir uns das mal ansehen? Was mit dir? Was denn du eigentlich? Ist das eine... Ist das... Nee, das ist Stoff. Nun mal stark, dass dein Gesicht darunter nicht mehr ganz normal aussieht. Läutet euch! Denn die Dämmerung naht. Ach so. Wenn wir weggehen, fängst du an zu reden.